Leute, jetzt kommen die Freien Wähler, jetzt wird Klartext gesprochen und kein linksgrüner Gaga aus dem Berliner Wolkenkuckucksheim. Es ist schließlich Wahlkampf. Da erwarten die Mitglieder der Freien Wähler von mir, dass ich mich positioniere, dass ich draufhau. Nur so geht doch was voran, oder? Jawohl, und drum fordere ich auch wieder. Und da musst du halt plakativ werden, da musst du schreien, dass du weiterhin mehr als 10 Gramm Fleisch am Tag essen willst, also mehr als ein Radl Wurst, und dass du keine Insekten fressen willst, wie es die Grünen fordern. Obwohl du ganz genau weißt, dass das nichts mit der Wahrheit zu tun hat, musst du deine Wähler bedienen. Denn du musst dann sagen, na, ich zitiere Hubert Aiwanger, dass endlich die schweigende große Mehrheit des Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss. Zitat Ende. Und dann muss es dir wurscht sein, was am nächsten Tag die Journalisten schreiben, weil die beschimpfst du gleich mit und alle Medien. Und dann musst du auf die Ampel schimpfen, weil das im Bierzelt immer gut ankommt. Dann musst du rhetorische Fragen stellen, zum Beispiel, was sagt unser Bundeskanzler dazu? Nix, der Olaf Scholz, der schweigt wie immer. Unser Bundeskanzleramt ist ein Schweigekloster geworden. Und Olaf Scholz hat ein Schweigegelübde abgelegt. Jede Parkuhr ist gesprächiger als der Olaf Scholz. Das ist doch wahr. Dann musst du sagen, dass wir doch alle blöd sind, weil wir billigen Strom abschalten. Wir importieren Atomstrom von unseren Nachbarn und laden unsere Elektroautos mit Kohlestrom, weil man in Lützerath in ein paar Häusern einen riesigen Kohlekeller gefunden hat. Und dann musst du eine Rechnung aufmachen, wo ein Rentner Angst bekommt. Du musst sagen, dass die Erbschaftssteuer alles auffrisst, was der Opa erarbeitet hat, dass dir nichts mehr bleibt als deine Unterhose, wenn du einen Bauernhof vom Onkel erbst. Und dann musst du vorrechnen, dass der Umbau von einem alten Haus mindestens 100.000 Euro kostet, aber der Rentner keinen Kredit mehr bekommt und deshalb dein Vormund eines Tages alles verkaufen muss. Und da musst du schimpfen, grün sein, das muss man sich leisten können. Dann haben alle Angst und rufen, Hubert, hilf uns. Da ist eigentlich wäre es meine Aufgabe als bayerischer Wirtschaftsminister, sich darum zu kümmern, dass wir noch schneller die Energiewende schaffen, dass wir den Ausbau der Stromtrassen beschleunigen, dass wir die Schöpfung bewahren, weil das nämlich das älteste Umweltgesetz der Welt ist, weil es schon in der Bibel steht. Das ist ja meinen Zuhörern im Bierzelt wurscht. Eigentlich müsste ich den Jungen mit den Alten zurufen, lasst uns nicht die Generationen gegenseitig ausspielen. Wir gehören alle zusammen, alle, und wir lösen die Probleme gemeinsam. Eigentlich müssten wir damit aufhören, gegeneinander zu demonstrieren und uns zusammensetzen. Eigentlich müssten wir Klimakleber und Boomer an einen Tisch setzen und tagelang in einen Raum einsperren, damit sich die Debatten abkühlen. Eigentlich müssten wir uns gegenseitig zuhören, um Lösungen voranzutreiben. Aber dafür habe ich jetzt keine Zeit mehr. Es ist Wahlkampf und ich bekomme Stimme nur, wenn ich draufhau. Leider.